Herr Dr. Thies, Sie sind Vorstandsvorsitzender Volkswagen Pkw. Wie müssen sich unsere Zuschauer Ihren Job eigentlich vorstellen? Ja, ich bin erstmal verantwortlich für über 300.000 Menschen, die bei Volkswagen arbeiten, für die Geschicke des Unternehmens, für die Strategie des Unternehmens. Ich habe ein sehr starkes Team, eine tolle Mannschaft, Vorstandskollegen, die mir dabei helfen. Tagesablauf ist sicherlich Sitzungen, Entscheidungen, Autofahren, Werke besuchen, Händler besuchen, Kunden besuchen und daraus die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen abzuleiten, die für Volkswagen die Zukunft sichern. Wie wird man Vorstandsvorsitzender? Ja, da gibt es wahrscheinlich keine Handlungsanweisung dafür. Ich habe mein Leben in der Automobilindustrie verbracht, in der Zulieferindustrie, bei Wettbewerbern in verschiedenen Positionen, im Einkauf, in der Entwicklung und habe jetzt eine Gesamtverantwortung, was eine sehr schöne Aufgabe ist, auch eine große Verantwortung. Nun zeigt Volkswagen hier in Genf einmal das Facelift und aber auch eine komplett neue Studie, die, glaube ich, viele von uns so gar nicht auf dem Schirm hatten, also eine richtige Überraschung in Genf. Was können wir da jetzt drüber erfahren? Ja, erstmal ist uns der Up sehr wichtig, ein Modell, das ein wichtiger Baustein unserer Modellpalette ist. Grundlegend erneuert, neue Front, neues Heck, neue Motoren, effizienter geworden. Sehr breites Motorenprogramm vom Elektroantrieb über Gasantriebe bis zu jetzt Benzinern mit 90 PS. Damit auch sehr flotte Autos. Das Interieur ist wirklich deutlich moderner geworden und das Fahrzeug ist auch jetzt erstmals wirklich onlinefähig mit der Integrationsfähigkeit des Smartphones in allen drei Betriebssystemen. Also ich glaube, ein wirklich wichtiger Schritt in diesem für uns auch wichtigen Segment. Im Hintergrund die Studie, das wird unser kleinster SUV werden, hier dargestellt als Cabrio, aber SUVs werden natürlich nicht unmittelbar als Cabrios gelauncht werden. Wir launchen in diesem Jahr den Tiguan, eines unserer wichtigsten Fahrzeuge. Darunter ist noch Platz für zwei weitere Modellreihen von SUVs. Im Hintergrund sehen Sie die kleinste, die dann auch als übernächste kommt. Jetzt weiß ich, dass Sie so persönlich als Macher gelten. Sie kommen, das darf man glaube ich sagen, von Münchner Hersteller, waren da zuständig für die Elektromobilität und prägen das glaube ich auch so ein bisschen. Sie leben das Thema Elektromobilität. Wie fahren wir demnächst? Fahren wir demnächst elektrisch? Ja, Elektromobilität macht schon Spaß. Es hat viele Vorteile für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Städte, natürlich in der Emissionierung. In vielen Orten der Welt gibt es zur Elektromobilität eigentlich keine Alternativen. Denken Sie an China mit der schlechten Luftqualität dort, dem dichten Straßenverkehr, aber auch an dicht besiedelte europäische Ballungsräume. Elektromobilität wird auch natürlich dadurch gefördert, dass Elektrizität zunehmend regenerativ erstellt wird über Windmühlen oder erzeugt wird über Windmühlen oder Solaranlagen. Also macht Sinn. Elektromobilität macht Sinn. Und dazu kommt, dass gut gemachte Elektrofahrzeuge auch viel Spaß machen. Sie sind sehr dynamisch, machen also viel Freude beim Fahren. Und damit gibt es schon eine Mischung, die aus meiner Sicht die Automobilindustrie revolutionieren wird. Das wird sicherlich Jahre dauern, aber wir glauben, dass Elektromobilität auch für Volkswagen große Bedeutung bekommen wird. Wir zeigen das, indem wir an unseren bestehenden Fahrzeugen immer weiterarbeiten. Der Golf wird in Kürze ein neues Update bekommen mit mehr Reichweite. Und in Zukunft denken wir auch an eine Plattform, die nur Elektrofahrzeuge enthält, die spezifisch dann eben auch die Stärken der Elektromobilität nutzt, aber eher zum Ende des Jahrzehnts. Sprechen wir noch ganz kurz über das Thema autonomes Fahren. Segen oder Fluch? Segen, absoluter Segen, weil Straßenverkehr ist ja was die Menschen schon voranbringt mit vielen Vorteilen, mit der Mobilität, auch mit der Möglichkeit, sich damit zu identifizieren, auch die Bewegung zu erleben. Aber es gibt natürlich die Schattenseiten. Ne? Wir haben immer noch Verkehrstote, wir haben Unfälle, wir haben doch das Thema auch Umweltbelastung durch Mobilität und durch die steigende Intelligenz der Fahrzeuge, aber auch durch das, was im Internet an zusätzlicher Sicherheit generiert werden kann, ist es schon absehbar, dass Fahrzeuge deutlich sicherer werden, dass der Straßenverkehr wirklich seinen heutigen Schrecken fast gänzlich verliert in den nächsten Dekaden.
und dazu die Fähigkeiten, die das Fahrzeug dazu aufbaut, eben das autonome Fahren, werden eben dazu führen, dass der Straßenverkehr einfach noch viel sicherer wird und noch viel sauberer wird. Und von daher natürlich Segen. Wir müssen diese Technik natürlich so einführen, dass sie im Interesse des Kunden ist, dass der Kunde mit Leichtigkeit und Spaß diese Fahrzeuge bedienen kann. Aber ich bin mir sicher, dass die Kunden das wirklich sehr, sehr gerne annehmen werden, weil am Anfang ja insbesondere die Entlastung kommt in den schwierigen Situationen, beim Einparken oder im Stau, wo das Fahren auch heute schon wenig Spaß und Freude macht. Aber das Thema Car-to-X-Kommunikation natürlich auch und die Konnektivität im Fahrzeug. Wie stehen Sie dazu? Ja, außerordentlich wichtig, weil in dem Maße, wo natürlich das Fahrzeug auch Tätigkeiten mehr und mehr selbstständig übernehmen kann, im Stau oder auch beim Einparken im Langsamverkehrbereich, dann kann man natürlich auch die Zeit nutzen im Fahrzeug. Dazu ist es wichtig, dass das Fahrzeug im Internet ist, aber auch um das Fahrzeug sicherer zu machen. Sie können sich vorstellen, dass heute eine ganze Menge von Daten zur Verfügung steht über Gefahrensituationen vom vorausfahrenden Fahrzeug, über Wettersituationen, über Aquaplaning-Situationen, die durch eine Kommunikation aller Fahrzeuge in die Cloud und aus der Cloud natürlich zu einer deutlichen Verbesserung des Komforts und der Sicherheit im Fahrzeug führen können. Das Thema Datenschutz, darf ich mal einfach voraussetzen, das wird bei Volkswagen ganz, ganz hoch aufgehangen. Absolut, das Fahrzeug, der Datenschutz steht ganz hoch. Die Daten, die weiter verwendet werden, sind anonymisiert, auch immer nur mit der Einwilligung des Fahrzeugführers. Erlauben Sie mir noch zwei persönliche Fragen. Sie sind, das darf ich hoffentlich sagen, 1958er Baujahr, das war das Jahr des VW Käfers. Was war denn Ihr erstes Auto und was war Ihr schönstes automobiles Erlebnis? Ja, mein erstes Auto war kein Käfer, aber ich hatte zwei Käfer in meiner automobilen Historie, einen 1200er, ein Exportmodell und dann nochmal einen 1300er Käfer einige Jahre später, getuned damals, also ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit dem Fahrzeug, was übrigens viele Menschen tun, was auch eine gute Basis ist für Volkswagen, denn wenn man Volkswagen sagt, haben viele eben schöne Erinnerungen an eine automobile Vergangenheit. Ja, und ohne automobile Vergangenheit haben wir auch alle keine Zukunft. Mich würde zum Beispiel interessieren, nutzen Sie Social Media, konsumieren Sie YouTube, nutzen Sie Facebook, sind Sie bei Twitter? Ja, ich bin nicht bei Facebook. Ich nutze die Social Media, YouTube ganz stark, eben weil man sehr viele Informationen über die Marke, über das, was draußen passiert, bekommt. Wir haben intern bei Volkswagen eine große Social-Media-Plattform, die extrem wächst momentan und genutzt wird, die für mich ein tolles Feedback ist, welche Fragen werden gestellt. Also ich glaube schon, dass wir das Social-Media und die neue vernetzte Welt das Zusammenleben verbessern und die Zukunft verbessern. Vielen Dank, Herr Dr. Thies. Voice over Cars. Und das war's.